Ja, bei mir jetzt Frank Niesen. Ich denke, die Niederlage war durchaus vermeidbar. Oder wie hast du das Spiel jetzt hier gesehen, hier in Idesheim? Ja, wir haben gut angefangen, sind gut reingekommen, was mich eigentlich gewundert hat, weil wir so noch nie zusammengespielt haben mit einigen Leuten aus der A-Jugend. Die ersten 25 Minuten hatten wir das Spiel im Griff, haben den Ball laufen lassen, haben uns Torchancen rausgespielt. Nach 25 Minuten sind wir ein bisschen ungenau geworden, haben ein paar Bälle verloren in der Mitte, was Gilzum dann so ein bisschen ins Spiel gebracht hat. Ja, dann haben wir uns da 10 Minuten, Viertelstunde, haben wir uns da ein bisschen müssen finden nochmal. Kurz vor der Halbzeit waren wir nochmal drin, war dann auch relativ ausgeglichen. Was natürlich dann für uns sehr schwer war oder unnötig war, was allerdings gut rausgespielt war, das Tor direkt nach der Halbzeit. Was wirklich ein schönes Tor war, wo wir aber auch den Ball wieder unnötig in der Mitte verlieren. 1-1 und ich glaube, das wäre eigentlich auch ein gerechtes Ergebnis gewesen, wären beide normal auch zufrieden. Gut, dann passiert dann halt noch so ein Freistoßtor, sagen wir es mal einfach so. Das kann immer passieren, wenn man einen jungen Torwart hat, dann er macht das sehr gut, aber das muss man halt dann eben auch mal hinnehmen. Wir hätten aber auch noch die Chancen gehabt vorne, wo wir da auch gut gespielt haben, aber dann der letzte Kick immer gefehlt, ein Fuß dazwischen oder wo man ein bisschen dann auch unkonzentriert waren. Ja, ist eine ärgerliche Niederlage, muss man sagen, aber alles in allem bin ich mit der Einstellung, mit der Leistung von den Jungs bin ich zufrieden. Wie gesagt, mit den ganzen jungen Burschen, da müssen wir halt auch lernen, auch so Spiele, da ja, lernen wir halt eben draus und nächste Woche geht's weiter.